This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Jetzt wollte ich einfach mal ein Video drüber machen, so allgemein. Ich bin gerade auf der Insel Koh Phangan. Und was man hier so machen kann, was es hier so gibt, warum ich hier bin. Und ja, es ist halt eine kleine Insel. Um die Insel sind eigentlich immer nur ganz kleine Straßen an der Küste entlang. Man kann auch nicht komplett um die Insel rumfahren. Die Insel ist, glaube ich, so um die 20 Kilometer so in der Höhe und Breite vielleicht 10. Und also ist eine schöne kleine Insel. Es gibt wunderschöne Strände hier, wie ihr auch im Hintergrund seht. Und auf der Insel Koh Phangan ist jetzt auch zum Beispiel Full Moon Party so. Das ist jetzt nichts, weswegen ich hier bin so. Aber manche Leute kommen auch zum Feiern her. Und ja, gerade wenn halt Full Moon Party ist, so die Tage vorher kommen sehr viele Touristen und werden da in Scharen irgendwie auf die Insel fast gekarrt, kann man so sagen. Und ja, dann gibt es halt Full Moon Party, Half Moon Party. Und genau, das ist hier einmal. Das ist aber nicht deswegen, wo ich hier bin. Und dann gibt es hier eben einfach nur kleine Orte. Hier gibt es viel Früchte. Die Leute fahren einfach mit dem Roller immer um die Insel. Es gibt die Berge in der Mitte von der Insel. Die sind, ich glaube, 600, 700 Meter oder so hoch. Da kann man drauf wandern. Es gibt ein paar Wasserfälle, die man besuchen kann. Und manche kommen her zum Mountainbiken oder ja, dann einfach zum Schwimmen am Strand liegen. Und genau, es gibt einen Haufen Kokospalmen, Bananen und ja. Ansonsten ist es einfach ein schöner Ort, um runterzukommen, zu sich zu kommen. Es gibt viel Yoga-Zentren oder solche alternativen Sachen. Es gibt auch Rohkostrestaurants, es gibt Detox-Fasten-Angebot und so weiter. Also in dem Bereich, wo ich jetzt bin, so Sri Thanu, das ist eher so, ja, hier sind mehr spirituelle, alternative Leute. Es gibt zwei, drei Yoga-Center hier und ansonsten sehr klein und schnucklig alles. Es gibt einen Es gibt vegane Restaurants, es gibt Rohkostangebot, es gibt Rohkost-Eispartei und Kokossuppe, genau. Und genau, da wo die Fähre ankommt, in Tongsala, da ist mehr so ein bisschen Feierei teilweise. Da ist ein kleiner Nachtmarkt und einmal in der Woche ist ein größerer Markt, wo es Klamotten und Essen gibt und alles Mögliche. Genau, das ist eigentlich so das Gröbste so zu Koh Phangan, was man hier machen kann. Und es ist eben einfach für mich ein schöner Ort, um zur Ruhe zu kommen. Ich merke, ja, hier ist einfach so die Energie da, so die Leute denken ähnlich, sie wollen mal die Zeit für sich nehmen, viele hier, genau. Ja, wunderschöne Strände halt. Das müsste eigentlich so ziemlich gewesen sein. Früchte, Sonne, Meer, so was will man mehr? Ja, das ist so mein Beweggrund, so ins Warme im Winter, bisschen Sonnentank, zur Ruhe zu kommen, aus dem Feld raus, einen kleinen Wechsel mal zu haben von dem Feld in Deutschland, so, genau. Aber das waren nur so ein paar kleine Eindrücke, ein paar Dinge eben, die man zu Koh Phangan sagen kann. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, aber ja, es ist halt eine Insel im Meer. Es ist wunderschön. Es gibt Früchte, was will man mehr? Macht's gut, Leute. Ciao.